jagt Katzen. Er jagt Katzen durch den Garten wieder. Darf er doch, ist doch cool, passt doch. Ich mache aber jetzt mal hier. Grüßchen in die Runde, das mache ich. Ein ordentliches Chang auf diesen Stream mit euch zusammen, meine Freunde. Es ist Sonntag. Es ist Livestream. Ihr wisst, wie es ist Stefan Chang und es ist fucking Thailand Dam. Nice, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle da seid. Meine Freunde, es gibt heute einige Sachen zu quatschen. Es ist wieder viel passiert seit letzter Woche, seitdem wir auf der Insel waren. Ein bisschen können wir noch quatschen, so über die Insel natürlich. Aber ich war beim Zahnarzt. Ich hab es schon auf der Insel und ich hatte es schon seit Wochen immer wieder mal an der rechten Seite. Habe ich einfach mal so, fuck, Alter, das ist irgendwie, da tut was weh, aber wird schon wieder gehen und so, wird sich schon wieder verpissen und so. Und auf der Insel halt dann nicht so. 3 Tage oben und unten gefühlt. Und danach heimgefahren, zum Zahnarzt gegangen. Und der Zahnarzt sagt, naja, alter Schwede, du brauchst da oben auf jeden Fall eine Wurzelbehandlung wieder. Und ich denke mir, ja, ich habe erst die da gemacht, dann habe ich da oben einen Zahn, da müssen wir eine machen. Und jetzt ist der, hat reingekrätscht einfach dazwischen. Der war eigentlich nicht im Plan. Jetzt musste der oben auch den Nerv ziehen, aber voll easy. Also ich schwöre es euch, einen Zahn oben, also die kleinen hier und hier, die sind easy, total easy. Dauert 10 Minuten, 5000 Baht. Muss ich mal für meine Frau auch Platz machen, dass die hier sich mit dazu hat natürlich. So, und Fakt ist dann natürlich, 5000 Baht gezahlt, 10 Minuten, sag ich mal, ich muss noch zweimal hin, klar, der muss immer noch zack, zack, aber für die erste Behandlung 10 Minuten ist schon mal gut und war kein Thema, jederzeit. Würde ich vorm Schlafen gehen, jederzeit machen lassen. Wurzelbehandlung bei einem kleinen Zahn kein Ding, beim großen ist echt übel. Ja, das habe ich jetzt hinter mir. Zum Glück. Ich hasse Zahnarzt, aber ich war noch nie, also die krassesten Sachen an meinen Zähnen in meinem ganzen Leben habe ich hier in Thailand machen lassen. Und da möchte ich euch auch vielleicht ein bisschen den Schiss nehmen, weil ich selber habe vorher auch Schiss gehabt und mir gedacht, boah, wenn in Thailand was ist und so, mit dem Zahn und so, fuck und egal, das ist perfekt. Der Typ macht das perfekt, meine Freunde. Deswegen, ich habe keine Bedenken. Ich lasse hier alles machen. Wirklich alles. Das ist kein Ding. Das meint man immer nur. Jeder von uns. Ihr wisst, wie es ist. Wir meinen immer. Daheim, da ist es so toll und nur bei meinem Zahnarzt daheim und im Urlaub dann voll scheiße. Nein, nein, nein. Das ist saugut hier. Saugut. Ja, genau. Meine Frau sagt gerade, sie kauft noch ein paar Bier. Das ist eine hervorragende Idee. Eine hervorragende Idee ist das. Guten Tag. Erinnerst mich von deiner Art an einen Kumpel vor 30 Jahren auf Palma de Mallorca. Er war Deutscher, hieß Guido. Er hatte die reichste Frau im Dorf. Das ist natürlich auch ein Schachzug. Hast du nichts falsch gemacht wahrscheinlich. Er war ein Lebemann und Lebenskünstler wie du, sagt Philipp, mit einem guten Herz und werde seinen Rottweiler, den Tromp hieß, nie vergessen. Der hat einen Rottweiler auch, oder? Krass. Finde ich gut. Bringen wir doch mal ein Brösterchen gleich drauf. Mittlerweile habe ich einen Bierüberzieher drauf, dass das ein bisschen kühlt noch. Funktioniert auch ganz gut. Wir haben in einem recht hart beschissenen Bangkoker Dings gepennt. Also es war wirklich beschissen, muss man sagen. Ein Hotel und keiner hat gepennt, nur ich. Also insgesamt waren wir 5 Leute. Es hat keiner gepennt, nur ich. Fahrt da nicht hin. Das war aus dem Grund beschissen, weil es Autobahn. Es war direkt an der Autobahn. Du liegst im Bett, 4. Stock und ram, ram, ram und das rund um die Uhr. Und ich war irgendwie halt so müde, mich hat es einfach in Schlaf gedrückt, aber die anderen, da hat keiner gepennt von den Leuten. Also es war wirklich crazy. Ich möchte den Namen nicht nennen, weil das, die Leute haben mir nichts falsch gemacht und das ist ja auch, es hat einfach ihrer Location geschuldet. Waren total liebe Leute. Das ist so ein Airport-Hotel. Wenn ihr in einem Airport-Hotel geht, also das sind so heißen oft Hotels, die in der Nähe vom Airport sind, dann schaut, dass ihr nicht an der Autobahn nächtigt, weil es ist eine beschissene letzte Nacht. Ja, am nächsten Tag haben wir dann unseren Besuch zum Flughafen gefahren und dann sind wir auch wieder nach Hause gefahren, weil ich habe tatsächlich mein Zuhause vermisst. Ich war da jetzt 8 Tage waren wir unterwegs auf Koh Kut und ich hoffe, ihr habt die Videos gesehen.
Vor zwei Tagen, am Freitag, habe ich ja das Inselrundfahrt-Video. Das geht ein bisschen über eine halbe Stunde, habe ich da veröffentlicht. Und das freut mich natürlich, wenn es euch gefallen hat, weil ich habe da meine Drohne mal wieder zum Einsatz gebracht und habe mich da schon echt einige Stunden hingeguckt zum Cutten. Das war schon Arbeit, meine Freunde. Ja. Und da kann man natürlich immer noch mehr rausholen. Aber ich glaube, das ist so schon okay. Und wir machen jetzt auch keinen Hollywood-Film. Und aus dem Grund glaube ich, dass das schon, dass es ganz gut geworden ist. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. Ich fühle mich hier überall wohl. Und ich habe mich komplett wieder auf zu Hause gefreut. Man glaubt es kaum so. Ich habe mich echt wieder gefreut. So, endlich kein Stress mit dem Hund. Mein Hund kann wieder überall hier rumlaufen. Mein Hund muss nicht permanent alleine sein. Ich muss nicht permanent aufpassen, dass mein Hund keine Leute irgendwo anfällt. Ja, und ganz ehrlich, ich sag's euch, wenn du halt jeden Tag aufstehst und hast immer fremde Leute um dich, das ist mal ganz nice, aber ich mag halt gern bei mir zu Hause, da stehe ich auf und ich weiß, wen ich da um mich habe. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich bin irgendwie so, das ist Ruhe hier. Das auf Kokut war wunderschön, war eine Top-Zeit und ist eine mega geile Insel. Ja? Aber ich freue mich danach auch wieder, wenn ich zu Hause bin. Und darauf trinken wir mein Prösterchen. Rafiki sagt, das Video ist der Hammer, das Rundfahrtvideo. Schaut es euch an. Ja, schaut es euch an. Also nicht jetzt. Jetzt sind wir im Stream, meine Freunde. Jetzt bleibt ihr da. Jetzt seid ihr mal da, jetzt bleibt ihr da. Aber danach schaut es euch an. Das war echt schon Arbeit. Das war Arbeit, ja. Das ist mal was anderes, wie nur vor der Kamera hocken und reinsprechen, bisschen cutten und fertig, sondern ich muss ja permanent, ich musste ja einmal überhaupt durch die Insel fahren, das Ganze aufnehmen. Dann musste ich die Drohnenaufnahmen natürlich machen, parallel, klar. Dann muss das Ganze natürlich auch einen Sinn haben und muss sehr abwechslungsreich sein. Und dann halt das Ganze cutten. War geil. Ich mag sowas voll gern. Also ich cut ganz gern. Aber ich bin auch wieder froh, wenn es fertig ist. Ihr müsst euch vorstellen, er will halt uns die ganze Zeit eigentlich beschützen. Und wenn überall permanent fremde Menschen sind, dann ist der Hund auch eigentlich immer irgendwo im Stress. Da liege ich am Strand auf einer Liege. Und mein Hund ist natürlich an der Liege festgekettet schon mal, das ist eine massive Liege oder an der Palme und liegt dann unter meiner Liege. Und sobald aber jemand zu nah vorbeigeht und die Nähe bestimmt er, wenn es ihm zu nah ist, springt er raus, knurrt und will eigentlich auf den losgehen. Das Einzige, was ihn hält, ist die Leine. Und das ist halt einfach auf Dauer auch nicht entspannend für mich. Wisst ihr, da muss er immer aufpassen und Zeug. Und deswegen finde ich es geil hier zu Hause. Da kann er rumlaufen, da kann er machen, was er möchte. Wang bleibt hier draußen. Wang hat heute wieder Scheiße gebaut im Haus. Er hat einen Anschiss bekommen. Der hat nämlich hinter der Couch im Wohnzimmer haben wir eine Steckdose und da ist ein Stecker drin und da haben wir eine Glühlampe drin. Also das ist extra ein Stecker für eine Lampe, halt für eine E27-Fassung. Und das gibt eben ein schönes Ambient Light hinter der Couch. Danke dir, danke schön. Es gibt schönes Ambient Light und was macht er? Er kommt rein, legt sich da hinten hin, zieht das Ding raus und frisst es. Ja. Ich habe mir gedacht, okay, ich liege auf der Couch und höre so, okay, er zerbeißt was. Das kann ein Stöpsel sein von einer Plastikflasche, wäre okay, aber nee, das ist irgendwie härter so, das ist so, das knackst heftiger, schaue ich so das Ding im Maul. Dann nehme ich es ihm raus und schmeiße es ihm einfach auf den Kopf so. Dann hat er schon gewusst, er hat Scheiße gebaut. Und dann hat er raus müssen, sofort gleich rausgeschmissen. Ich habe ihn gleich mal eine Stunde angehängt und jetzt darf er auch vorerst nicht rein, weil das sind so Aktionen, da reinkommen. Und dann meinen, man könnte hier das Inventar vom Haus auffressen, ist scheiße. Und das soll er auch wissen, habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, er weiß es jetzt, aber die Frage ist, wie anhaltend das ist. Ihr wisst, wie es ist. Ich habe gestern, wer mir noch nicht auf Facebook folgt, der sollte es tun. Endlich ein Bierchen hier, oder? So, ich drehe mal ein bisschen rum. Der sollte das tun. Da da ich gepostet habe gestern mal ein Bild, das fand ich total lustig. Da geht es eigentlich darum, ein Bayer in Thailand. Wer hat es gesehen? Der Bayer in Thailand, wer hat es gesehen von euch? Schreibt mal, wer es gesehen hat. Nice. Und da habe ich im Endeffekt ein Tegernseer hell. Tegernseer hell ist ja schon ein sehr leckeres Bier und das habe ich einen thailändischen Spezel mitgebracht und der hat das in meinen Augen überhaupt nicht zu schätzen gewusst. So, das fand ich schade. So. Der hat es so getrunken und dann sage ich, ja, jetzt Bier von Bavaria, von Germany und it's a little bit different. Hat so getrunken.
Aber ich glaube, es war ihm scheißegal. Ich finde es super. Wir haben die letzten Livestreams sind alle abgestrikt worden von YouTube. Wegen Urheberrecht. In der Strandbar natürlich. Dann hatte ich am Mittwoch einen klein gemacht auf Kukut. Auch in der Strandbar in der Nähe. Auch abgestraft. Dann, weiß ich nicht. Dann, das davor, da waren wir immer in Petscherbun unterwegs, zwei, dreimal, auch in Bars. Mir hat es pro Video 26 Urheberrechtsgeschichten reingedrückt. Also ich habe die ganzen E-Mails, ich bin gar nicht mehr zum Löschen gekommen. Und heute läuft mir kein Sound da hinten, deswegen werden wir heute vorerst noch keine Beschwerde haben. Mhm. Ich habe auch vor ein paar Tagen war ich vorne gesessen bei der Tante von meiner Frau und mit dem Mann und die haben dann, wie heißt das, Chivas Whisky getrunken und ich finde Whisky, Chivas 12 Jahre, ja. Ich finde, Chivas ist ja kein Thai-Whisky, ist mir schon klar, aber jeden Whisky, den du mit Soda mischt, um ihn zu trinken, finde ich sowas von beschissen. Also ein geiler Whisky pur oder auf Eis oder vielleicht mit einer Cola noch, lass ich es mal eingehen, dass der Whisky mit der Cola so ein gewissen Ding eingeht, so einen gewissen Flavor eingeht, wo ich sage, okay, aber den Whisky mit Kohlensäure zu versetzen und dann zu saufen, also A, den Whisky verwässern und mit Kohlensäure zu versetzen, das schmeckt einfach so beschissen, also ich bin da kein Freund davon. Na, ich mag halt diesen Thai-Whisky, also diesen ganzen Thai-Whisky, ich mag generell keinen Whisky, aber ich habe mal in eine Zeit gehabt meines Lebens, wo ich sehr gerne Rum getrunken habe, Piratenrum, auch guten Rum und den trinkt man halt wirklich nur schön gekühlt, maximal auf Eis. Und wenn der Rum dann mal unter 20 Euro fällt, die Flasche, dann kann man auch mit Cola mischen. Das ist dann auch cool. Aber Whisky. Ich bin absolut kein Whisky-Fan. Und dann auch nicht mit Soda mischen. Das ist dann noch beschissen. Da trinke ich lieber pur. Es gibt, wo ich wohne, keine Affen. Aber du hast, wenn du das Video gesehen hast, auf Koh Chang gibt es Affen natürlich, habe ich ja gefilmt. Auf Kukut gibt es Affen, also da in der Ecke gibt es safe Affen. Lecker. Kukut hat mir meistens mehr gefallen, das Wasser. Da kannst du reingehen, da kannst du baden. Erzähl mal, was dir am besten gefallen hat in Kukut. Was hat dir am besten gefallen in Kukut? Alles. Alles. Wasser. Wasser. Mhm. Wasser ist am besten gewesen. Ja. Das Schönste war Wasser. Mhm. Die Restaurants? Ja, gut. Okay. Gut. Gut, okay, ja. Okay. Also Wasser sind wir uns einig. Wasser ist Bombe. Sieht super geil aus, super klar aus. Ist es total sauber. Wer würde da nicht gern reinköpfen? Also ich bin wirklich kein Meerwasser-Bade-Fan. Und ich war auch oft schon im Urlaub und war nie im Meer, so, weil es mich überhaupt nicht gereizt hat. Auf Kukut springst du da rein mit offenen Augen, ich schwöre es euch. Offene Mund, offene Augen, ist ja alles scheißegal. Du jumpst da rein und es ist super geil und du willst nicht mehr rausgehen. Das hat die Insel übelstes Plus. Was macht er? Meine Frau hat gestern die Terrasse geputzt und hatte aber heute eine gute Idee, dem Hund Joghurt zu geben. Was macht er? Er macht Joghurt erstmal auf die Terrasse und leckt es dann wieder ab. Ich muss aber wieder. Kein Problem, ey. Ja, kein Problem. Koh-Lanta. Nee, glaube ich, Koh-Lanta war ich noch nicht, oder? War ich Koh-Lanta? Warst du Koh-Lanta? Koh-Lanta. Koh-Lanta. Nein. Nee. Ich glaube, vom Strand gibt es auf Samui schönere Ecken wie auf Koh Chang. Aber Koh Chang ist vom Lifestyle halt viel geiler als Samui. Samui ist hart touristisch. Und das ist ernst gemeint, was ich in dem Video auch sage. Wenn du wirklich krass Stress hast, du hast Burnout oder keine Ahnung was, bist in Deutschland in irgendeinem scheiß Job und dich kotzt alles an und dann buch Thailand, aber geh nicht irgendwo zum Saufen. Irgendwo in die Streets, in die Walking Streets, sondern fahr nach Kukut. Flieg sofort nach Trat und da gehst du auf die Fähre und bist in Kukut und dann legst du dich an den Strand hin oder in Schatten oder egal, was du für richtig findest. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es besser wird. Es kann vielleicht jetzt nicht, geht nicht so, aber ihr wisst, wie es ist. Ich glaube, du unterstützt deine Seele unglaublich in der Heilung auf dieser Insel, weil die Insel ist so ruhig und so schön. Besser geht's nicht.
Ja, es ist easy und es ist wirklich ein easy Lifestyle, meine Freunde. Jetzt ist unser ganzer Besuch weg. Wir hatten ja die letzten 1,5 Monate, fast 2 Monate hatten wir Besuch da. Das habt ihr zwar nicht so mitbekommen, aber, oder ich meine, die Livestreams verfolgen, die wissen es ja, weil ich es auch immer sage, alles. Aber es waren ja, ihre Schwester war da, Schwager war da, kleine Tochter von ihnen war dabei, meine Eltern waren da, dann war meine Cousine da, dann ist jetzt vorne im Haus ist die Tante mit ihrem Mann da, die wohnt eigentlich in Hongkong. Und es ist immer was los und jetzt ist aber bei uns hinten so ein bisschen ruhiger einfach. Und das ist schon sehr geil, also ich feiere das wieder, einfach mal so nichts tun zu müssen. Das heißt nicht, dass wenn die Leute da sind, dass es irgendwie blöd ist oder so. Auf keinen Fall. Ich finde es, also jeder willkommen und natürlich saugeil, dass ich meine Eltern wieder gesehen habe und auch Family und so weiter, alles kein Ding. Aber wenn gar niemand da ist, dann hast du plötzlich wieder so, geil, ich glaube, ich liege heute nur auf der Couch draußen auf der Terrasse oder in meinem Netz oder egal. So geil, heute, ich glaube, ich mache nichts. Und das ist schon cool. Welcher Strandbungalow? Koh Chang. Boah, das kann ich dir nicht sagen. Guck dir die einfach an. Aber ich würde mit 2 Kids gehen zu, wie heißt der eine Strand gleich wieder? Hm? Kai Bay Beach. Kai Bay Beach, richtig? Ja. Geh nach Kai Bay Beach. K-A-I-B-A-E Beach. Und da nimmst du dir eine Hütte. Das ist für Familie geil. Das ist es ist eigentlich der schönste Strand auf Koh Chang. Geht so ein bisschen in Richtung Koh Kut, nur ein bisschen, aber ist wirklich sehr schön. Ist der schönste. Und da hast du so Bungalows eben mit direkt am Strand und das ist toll für Familie und so. Ich habe eigene Bananen und Mangos im Garten. Ja. Ich habe auch eigene Papayas im Garten. Ich habe auch eigene Kokosnüsse im Garten. Ja. Wir haben auch eigene Avocados im Garten. Wir haben eigene Minze im Garten. Ja. Ist ja in Thailand alles machbar, ist alles erlaubt. Ist alles easy. Es ist halt nur so eine Blase aktuell, wo ich halt glaube, dass die Preise so runterrascheln werden. Also an Touris zu verkaufen ist natürlich gut, ist natürlich sehr klug. Aber an Thais kannst du nicht verkaufen mit diesen Preisen, was sie da verlangen. Also irgendwie 500 Baht oder so zahlt da niemand. Hm? Was? Was hast du gemacht? Lipstick! Hätte ich jetzt gar nicht gemerkt. Ich habe Sonnenbrille auf. Sehr gut. Extra neuen Lippenstift. Dann. Sehr gut. Thai-Frauen mögen Lippenstift sehr gerne, richtig? Ja. Lippenstift ist sehr wichtig, oder? Ja. Warum? So wenn Schminke. Make-up. Muss halt Lipstick. Aber Lipstick immer sehr, sehr rot. Very red. Hm? Schön oder nicht? Ja, schön. Aber wenn es zu viel ist, nicht. Sondern schön. So schön. So schön. Zu viel? Nein. So schön. So schön. Wie können wir den Stream immer noch aufwerten? Und natürlich, ihr wisst, ich mache IRL, ich treibe mich draußen rum. Momentan ist es mit dem Handy in der 10 Talern einfach nicht geil, haben am Anfang von diesem Stream festgestellt auch wieder. Und das ist so ein bisschen for the ass. Deswegen, das muss ich jetzt mal wieder klären, oder beziehungsweise ist es so unvorhersehbar, wann das Netz gut ist und wann schlecht ist. Du musst in dem Chat ein bisschen erzählen. Mit Wang, mit ihm bei Reisen, weißt du, wenn wir wohin fahren, nach Koh Kut fahren oder sonst was. Was denkst du? Ist es angenehm oder ist es Stress oder was passiert? Ich kann sagen, angenehmer. Nein, du musst echt sagen, wie es wirklich ist. Nicht so Stress, aber ist okay. Nicht einfach, aber nicht so schwer. Warum ist es nicht einfach? Tele. Man muss erklären. Hund von und nicht Hund für Reisen, weißt du? Mm. Leute kann nicht immer leidig oder kann nie und, weißt du? Nee. Ja. Ja. Immer protect, aber bisschen steht für und, weißt du? Mhm. Wir müssen. Weil wir immer aufpassen müssen. Ja, aufpassen. Immer.
Nicht so. Nicht einfach. Nicht einfach, aber nicht so schwer, okay? Morgen ist Valentine's Day, oder? Übermorgen. Übermorgen. Übermorgen ist Valentine's Day. Ich bin, ihr seht. Aber für uns jeden Tag. Für uns ist jeden Tag Valentine's Day. Valentine's Day, jeden Tag. Meine Frau ist unglaublich diplomatisch in ihrer. Das haben aber Thailänder immer so an sich. Und Thailänder hat keinen Stress, wenn du ihn filmst für YouTube oder irgendwas. Also die, wo ich kenne. Gibt schon andere auch, aber die, wo ich kenne. Die, wo ich kenne, wirklich kein Stress. Es ist alles cool. Es gibt dieses Korinthenkackereien, gibt es hier nicht in der Form. So. Gibt schon auch, aber die große Masse eigentlich nicht, muss ich sagen. Ist echt so. Und kaum bei uns dann Datenschutz, hab mich nicht gefragt, verboten, darf er das? Diesen ganzen Scheiß gibt es hier eigentlich nicht in der Form, muss man echt sagen. Wenn ich da am Strand gehe, gut, man muss natürlich auch pietätvoll sein. Das heißt, jetzt nicht irgendwie Frauen, die im Bikini liegen, da auf eine beschissene Art und Weise da abfilmen und auf YouTube stellen, das ist natürlich daneben, klar. Genauso jetzt auch nicht irgendwie kleine Kinder, die da irgendwie nackig rumlaufen am Strand, natürlich. Das ist ja alles selbstverständlich. Aber wenn man sich da so ein bisschen dran hält und auch nicht jedem die Kamera direkt ins Gesicht hält, dann hast du kein Problem. Also ich habe ganz ehrlich, ich kann es euch sagen, ich habe bis jetzt, und ihr wisst, wir haben schon einige Streams gemacht in Menschenmassen, in Bars, ich habe noch nicht einmal was Negatives gehört. Doch einmal, mit dem Falang. Aber nicht mit dem Thai. November und Dezember haben bei mir Depression ausgelöst. Ich bin einen Monat her und glücklich, habe wieder Freude am Leben, auch ohne Cannabis. Ja, ist doch cool, Martin. Top, aber mit Chang. Passt. Schön, dass du da aus deinem Loch rausgekommen bist. So soll es sein. Thailand verbringt wahre Wunder. Lom Sak ist top. Kann man sich schönen Abend machen. Bist aber schon leicht im Outback, aber nicht zu wild. Also es ist nicht dieser krasse, brachiale, ländliche Isan-Style bei uns, sondern es ist schon so dieser Nordthailand, Kleinstadt, Großstadt, Kleinstadt, Dorf, Kleinstadt, Großstadt-Style. So. Ja, was heißt Großstadt? Großstadt gibt es nur eine, das ist Phetchabun. Die nächste ist dann Phitsanulok, dann Khong Kaen. Da sind wir in der Mitte ungefähr. Genau in der Mitte von diesem Dreieck sind wir. Und dann gibt es halt eben Kleinstädte. Und eine davon ist Lom Sak. Und die bietet eben auch ein Nachtleben, ein schönes. Ne, wir wissen ja nicht, wann wir wieder nach Deutschland kommen oder so. Also bei mir ist es jetzt nicht so ein jährliches Ding, dass ich jedes Jahr nach Deutschland fliege oder so. Das mache ich auf keinen Fall. Aber dieses Jahr für 2 Monate mal ein bisschen. Auch meine Oma ist sehr, sehr alt, die möchte ich mal wieder sehen. Live einfach. Und da möchte ich wirklich jeden Tag, wenn es geht, genießen. So jeden Tag was anders machen, mit jemand anders verbringen. Wenn man in Thailand auf seinem eigenen Grundstück ein Haus baut, braucht man eine Arbeitserlaubnis. Stimmt das? Also ich weiß nicht, ob baust du selber dein Haus? Also du bist der Handwerker, der auf deinem Grundstück das Haus baut. Ist es so? Für was brauchst du deine Arbeitserlaubnis? Du arbeitest doch unentgeltlich. Also, versteht ihr mich richtig? Da habt ihr irgendwas komplett durcheinander gebracht. Weißt du? Wenn ich mir doch einen Stuhl baue, dann baue ich den Stuhl und somit verdiene ich nichts, weil ich zahle mir keine Arbeitsvergütung. Und somit muss ja nichts in irgendeiner Art und Weise an Steuern abgeflossen werden. Also man darf ja sich selber noch einen Stuhl bauen oder in Thailand ein Haus bauen, also wenn du es selber machst. Deswegen, da habt ihr schon wieder irgendwas durcheinander gebracht, meine Freunde. Eine Arbeitserlaubnis, wenn du dir selber einen Stuhl baust, das wäre der Oberhammer. Also du brauchst eine Arbeitserlaubnis, das stimmt, wenn du irgendwo eine entgeltige Tätigkeit machst. Das heißt, wenn du irgendwo angestellt bist oder einen auf Selbstständige machst und machst hier eine Bar auf, machst hier irgendwie ein Handwerk auf oder sonst was und bist auch der noch, der da vorne drin steht, dann brauchst du sie. Deswegen haben ja viele Barbesitzer, die verlangst du eben nicht die Bar, da steht halt die Frau als Besitzerin drin. So läuft es ja dann einfach, weil er selber kann nicht rein, kann nicht arbeiten, hat keine Arbeitserlaubnis. Aber ist Geldgeber, baut es auf, tut seine Ideen rein, macht das Logo, macht die Promotion und so weiter. Braucht man eigentlich für deine Lebensnummer einen Steuerberater? Ich habe einen, ne? Ich habe einen. Deswegen fragt mich nicht zu viel über Steuern. Ich kenne mich nicht aus. Ich habe da Leute, denen gebe ich Geld, dass sie das machen. Am besten wären 2 Wohnsitze in Thailand. Du hast einmal einen am Strand auf einer Insel, irgendwo im Süden, und einen im Norden, irgendwo bei uns. Das wäre traumhaft, weil du kannst eigentlich das ganze Jahr nicht in Thailand im Süden bleiben, meine Freunde, weil es ist einfach, der Regenzeit dauert länger, es ist viel schwüler, es ist viel krasser. Also ich habe schon Leute gesprochen,
die einfach sagen, du pass auf, ich gehe 3 Monate im Jahr, gehe ich wieder irgendwo in mein Heimatland zum Arbeiten, weil auf Kukut zum Beispiel habe ich einen kennengelernt, der geht nach Australien dann, weil er sagt, es ist, du hältst es nicht aus, es regnet die ganze Zeit, es ist total schwül, es ist richtig hardcore und es ist auch niemand da. Das heißt, auf den ganzen Inseln, ihr braucht nicht denken, dass das ganze Jahr über voll was los ist und so und Action geht und so. Nee, die meisten Inseln sind eigentlich maximal 3-4 Monate besucht und danach ist wieder das Business rum. Also danach geht nichts mehr, weil auch keine Touris mehr groß da sind. Und so. Es sind kaum Touris im harten Sommer da, es sind kaum Touris in der Regenzeit da. Und der harte Sommer beginnt einfach mal so Ende März. Und Regenzeit hört einfach mal auf Mitte Oktober. Das heißt, dieses halbe Jahr habt ihr schon mal safe, wenn ihr in Thailand wohnt, keine Touris da, also nicht viel. Und deswegen ist der Vorteil, bei uns ist es so, es ist am Tag jetzt hier 34, 35 Grad, aber nachts geht es dann schon wieder easy runter auf 24 oder 25, so, das ist schon okay. Und im Süden halt dann oft mal nicht, da hast du halt dann nachts immer noch dann deine 27, 28 oder was und vor allem du hast eine viel heftigere Luftfeuchtigkeit, wo das Ganze einfach nochmal viel unangenehmer macht, also das müsst ihr schon bedenken. Genau. Hast du Kontakt zum Uwe Auswanderer? Da tauchen reichlich dort auf seinem Grundstück auf. Uwe, richtig Kontakt habe ich nicht mit ihm, aber ich glaube, wir finden uns in Ordnung. Ich kommentiere bei ihm, wenn es mir gefallen hat. Er kommentiert auch bei mir, wenn es ihm gefallen hat. Also Uwe ist auf meiner Bildfläche und ich auf seiner. Aber einen krasseren Kontakt haben wir nicht. Aber kann ja alles werden. In der Nacht ist immer noch wirklich warm. Also Sommer in Thailand. Wer war denn von euch schon mal wirklich im Sommer in Thailand? Also ich rede von April, Mai. Wer von euch war April, Mai schon hier? Mai, die, wo immer hier wohnen, klar, die, ihr seid schon da. Aber war jemand von euch, der nicht immer in Thailand wohnt, im April, Mai schon mal da? Weil das solltet ihr davor, bevor ihr nach Thailand kommt, solltet ihr das auf jeden Fall einmal durchgemacht haben, um dann zu entscheiden, ist es was für mich. Weil ich schwör's euch, ja, es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Also es ist wirklich anstrengend. Da freust du dich, dass du sagst, hey komm, ich mache die Klimaanlage auf volle Pulle, ich lege mich auf die Couch und ich zock Xbox oder Playstation oder schaue mir mit meiner Frau irgendwelche Filme an. Das ist dann das, was du machst an manchen Tagen, nicht an allen Tagen. Und am Abend kannst du dann schon rausgehen und so, aber bist halt dann auch nur im oben Oberkörper frei oder so, nachts um 3 noch, weil es immer noch so heiß ist und die Luftfeuchtigkeit ist so extrem hart. Also das muss man schon, da muss man sich durchbeißen. Ja. Es ist wirklich heiß, also es glüht, die Luft glüht. Es gibt Tage, da gehst du nicht raus. Aber bevor du auswanderst, solltest du schon mal jede Jahreszeit mitgemacht haben. Dir muss auch klar sein, die Regenzeit, dass das nicht nur irgendwie 2 Wochen dauert, sondern es dauert einfach mal ein halbes Jahr. Ihr müsst euch vorstellen, die Regenzeit dauert fast ein halbes Jahr hier. Und du hast halt jeden Tag Regen. Nicht die ganze Zeit, aber du hast halt schon mal 1, 2, 3 Regenschauern am Tag. Und da kommt übelst Wasser runter. Und du hast halt permanent, es kommt darauf an, wo du wohnst, aber du hast ja permanent immer alles nass. Das heißt bei uns, wir werden uns jetzt, das ist auch ein neues Projekt, die nächsten Tage wird bei uns der Weg innen betoniert zur Garage. Wegen der Regenzeit. Das machen wir extra wegen der Regenzeit. Weil wir haben halt hier viel Rasen und der ist halt in der Regenzeit, kommt so eine heftige Wassermasse runter in Thailand, dass der Boden ist komplett voller Wasser und da kann auch nichts mehr aufnehmen. Und du hast eigentlich, wenn du aus dem Haus ausgehst, ist nur noch matschig. Es ist nur noch Matsch, du bewegst dich im Matsch. Und die Autos, die fahren Löcher in deine Einfahrt rein und es steht Wasser. Also es ist in der Regenzeit schon echt, nicht unbedingt geschmeidig, wisst ihr, was ich meine? Das ist schon, auch wenn du dann einen Hund noch hast und so, der spielt natürlich draußen rum und dann kommt er wieder und es ist alles versifft. Der kommt mit dreckigsten Pfoten, musst ihm die waschen ein bisschen und so und dann erst ins Haus rein und die ganzen Geschichten. Also, und das halt ein halbes Jahr, die Hälfte von der Zeit, wo du hier wohnst. Das muss man schon immer alles ein bisschen auch wissen, meine Freunde. Weil das kann auch für manch einem einfach zu viel sein, dass er sagt, du, boah, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Pool, aber ich habe einen Pool in der Ortschaft, in einem Resort. Und da fahre ich hin. 80 Bad Eintritt, kann den ganzen Tag rumschwimmen, ist sogar überdacht, hab Schatten, mega. Hat auch ein kühles Chang, das mache ich dann. Ich hatte nur mal so einen Intex-Pool, da war außen so ein Ring zum Aufblasen mit Wasser und so, aber zu viel Stress.
Ja. Ich wechsle. Also wenn es hart Sommer ist in Thailand, wechsle ich zwischen meine Klimaanlage im Wohnzimmer und PlayStation, Xbox spielen zum Pool oder auf den 1800 Meter Berg. Das sind so meine drei Anlaufstellen. Dankeschön. Leckere gelbe Mangos vom und grüne Mangos. Wo hast du die gekauft? Market. Beide auf dem Market? Ich mag die gelben lieber, weil die sind süßer und sind ein bisschen so geiler. Ihr kennt die Thailand-Mangos. Genau so eine ist das hier. Genau so eine. Total geil. Die Mango ist brutal. Die hat genau den richtigen Weichheitsgrad und den richtigen Süßheitsgrad. Und diese Mischung ist einfach krasser geht's nicht. Die sind einfach so richtig wie ein harter Apfel zum Essen. Aber diese Mango, die zergeht dir auf der Zunge. Sticky Rice mit Mango, Bombe. Sticky Rice hat ja auch noch so ein bisschen von der Soße wie Milch und so, gell? Kokosnussmilch. Der ist ja nicht nur Reis, Klebreis, das ist ja auch noch mit Kokosnussmilch, mit Pipapo und mit Mango. Geil. Wodka Mango ist Bombe. Vor allem mit den süßen Mangos, kann ich es mir richtig schön vorstellen. Aber auch Wodka-Apfel, probiert es aus. Wenn ihr ab und zu mal Wodka trinkt und das noch nie probiert habt, trinkt, aber kauft einen guten Apfelsaft. Nicht so einen Kack vom Aldi irgendwie, sondern kauft einen hundertprozentigen, fresh gepressten Apfelsaft. Und da haut ihr einen guten Wodka rein. Und das ist auch schön. Damn! Mango und Bier. Super! Super, oder? Besser geht's nicht. Ja, ist schön. Ist ein geiler Stream heute. Schön. Ist was los. Der Chat bewegt sich gut. Finde ich toll. Saugeil. Macht mir unglaublich Spaß wieder. Ich liebe die Stinkfrucht. Ich finde die Stinkfrucht geil. Ohne Scheiß. Durian. Wer hat sie von euch noch nicht gegessen? Ich weiß, ihr habt sie schon alle gegessen, oder? Seien wir ehrlich. Gibt es von euch jemanden, der sie noch nicht probiert hat? Das möchte ich jetzt wissen. Und ich war auch am Anfang übel skeptisch. Weil wenn irgendetwas schon so beschissen riecht und dann sich das in den Mund zu stecken noch und drauf rumzukauen, finde ich nicht geil. Aber macht es, weil ich finde die sehr geil. Ich finde die sehr lecker. Und die ist auch wirklich sehr, sehr, sehr nährreich. Also die ist wirklich, ist was ganz was Gesundes. Das ist wirklich gesund. Das ist kein Scheiß. Das ist Nährstoffquelle vom Allerfeinsten. Ja, ja, jeder kennt sie natürlich. Jeder kennt sie, meine Freunde. Durian natürlich. Thailand. Und gibt es jemanden, der sie noch nicht gegessen hat? Weil ich glaube, ihr habt sie schon alle gegessen. Norman, musst du probieren. Glaub mir das. Es ist wirklich gut. Also ist jetzt mein Geschmack und Details stehen drauf und ich finde es gut, aber ich verstehe auch jeden, du bist ja nicht, jeder Geschmack ist ja nicht gleich. In Archer Shop haben. Jo. Kann kaufen in Archer Shop. Archer Shop auch, ja. Mhm. Holzwerkstatt hat auch noch nie probiert. Probier's mal aus, die ist ja auch wirklich teuer. Was kostet Durian? Weißt du, so ein Teller, kleiner Teller? Was kostet? Von hier, du. 400 Baht. Von hier? Ja. 400 Baht, 500 Baht. So ein kleiner Teller, also so ein Teller, wo so ein kleines Teil von der Frucht drauf liegt. Wo man jetzt einfach mal, ich sag mal, zu zweit essen kann. 400-500 Baht müsst ihr euch vorstellen. Also es kostet Geld. Die Durian ist teuer. Ist wirklich teuer. Absolut. Aber Durian kann nicht essen mit Bier nachher. Ja, 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 ja. Es gibt da halt, ich habe da schon mal ein Video gemacht, wo ich das erkläre. Die Durian, da darfst du halt nicht wirklich saufen. Also du kannst schon ein Bier trinken oder zwei. Ja. Aber nicht. Aber wenn du jetzt einen Saufabend hast und kommst am Saufen heim und da ist noch eine Durian in der Küche, würde ich die nicht essen, weil da sind Leute schon dran gestorben. Das setzt irgendwie, diese Durianfrucht agiert irgendwie mit Alkohol auf eine böse Art und Weise. Ich bin der verkehrte Mann. Küche ist für mich da, dass ich einen Kühlschrank was raushol, was gekühlt sein muss. Aber ich handwerke jetzt in der Küche nicht so. Ich habe auch mit meiner Frau einen Deal.
Ich bin eher für den Garten zuständig und für außerhalb, fürs Haus, für alles Mögliche, handwerktechnisch. Aber für die Küche und da irgendwas zu verbraten, das macht meine Frau, weil wenn ich da irgendwas mache, dann ist es nicht mal halb so gut. Also das bringt nichts. Und jeder soll das tun, das was er am besten kann. Und dann ist man auch ein gutes Team. Das heißt, wenn sie gut kocht, ist sie die Kochköchin. Wenn ich gut Handwerk und alles hier fertig mache und gut mache, dann mache ich das. Jeder muss seine Vorteile ausspielen. So sehe ich. Und ich sehe es nicht emanzipationsmäßig und Gleichberechtigung. Alles richtig, aber nicht in der Form. Sondern es muss ein gutes Team sein. Und ich glaube, das sind wir. Das, glaube ich, sind wir. Deine Frau hat ein schönes rotes Kleid. Du hast ein schönes rotes Kleid. Dankeschön. Dankeschön, sehr gerne, oder? Dankeschön, sehr gerne. Kann er. Ja, ich hab ja heute auch schon gesagt, beim Losfahren, dass das Kleid sehr, sehr schön ist. Wer hat in Deutschland eine Wurzelbehandlung mal gemacht am Zahnarzt und was hat dich das gekostet? Hat da die Versicherung alles übernommen? Hast du dazu zahlen müssen? Wenn ja, wie viel war es? Das würde mich interessieren. Weil ich habe hier in Thailand jetzt schon zwei Wurzelbehandlungen und ich habe bei beiden nichts zahlen müssen. Es übernimmt immer die Versicherung und Qualität ist top, fertig. Und kostet vorne 5.000 Baht, hinten beim großen Zahn 8.000 Baht. Bedeutet 140 Euro vorne, 240 hinten so im Dreh. Und da, glaube ich, kommst du in Deutschland niemals hin, oder? Ja, man kann das natürlich schon verbinden. Solche speziellen Arztbesuche kann man natürlich schon verbinden, wenn du in Deutschland bist, so. Klar. Aber beim Thema Zähne sehe ich es eigentlich nicht, muss ich sagen. Weil Zähne, boah, schaut doch mal das an. Wurzelbehandlung mit Krone im Dezember 800 Euro. Hm? Hä? Ja. In Deutschland, oder? Boah. Gut, ich habe jetzt keine Krone drauf gekriegt, okay. Aber am Hintern, glaube ich, kriege ich eine Krone auch drauf. Aber du kommst da nicht mal auf ein Viertel von dem, was du sagst. Da bin ich hundertprozentig sicher. Oder kommt jetzt auf den Zahn drauf an, aber sagen wir mal, du kommst nicht mal auf ein Drittel. Also, wenn du einen guten Zahnarzt in Thailand hast, so wie ich, dann braucht der sich nicht vor einem deutschen Zahnarzt verstecken, safe. Kriegst du deutsches TV dort über Satellit oder übers Internet? Yes. Also über Satellit bekommst du es, glaube ich, nicht. Aber übers Internet würdest du es kriegen, habe ich aber nicht. Weil ich finde deutsches TV nicht interessant. Ich schaue YouTube und ich schaue Netflix. Wenn ich überhaupt schaue. Deswegen. Aber ich weiß, es gibt Anbieter, die du übers Internet, wo du deutsches TV bekommst. Genau. Wenn du jetzt in Pattaya die Walking Street durchläufst, macht immer viele Klicks sowas. Es gibt doch Leute, die reden gar nicht. Die laufen einfach nur durch. 100.000 Klick. Aber das ist ja nicht unser Style. So. Das ist ja nicht. Wir machen unser Ding. Manchmal hat das jetzt viele Leute, manchmal nicht so. Ist aber beides okay. Nee, letzte Woche wurde ich in Thailand von einem Dinosaurier angefallen. Ja, besser ist noch, wenn du sagst, letzte Woche wurde ich in Thailand von 8 Ladyboys angefallen. Dann hast du nicht 3 Millionen Klicks, dann hast du 30 Millionen Klicks. So funktioniert YouTube, meine Freunde. Ihr seid schlau. Verdammt. Hm? Bist du satt? Nein, oder? Und ich mache so, wie ich es für richtig finde. Ich schaue schon, dass es interessant rüberkommt. Ich schaue schon, dass wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, ich hoffe, das habt ihr alle, ich meine, sonst könnte man ja nicht schreiben, aber auch die, die jetzt nicht schreiben und nur zugucken und wenn es euch nur so ein bisschen gefallen hat, abonniert meinen Kanal, das freut mich natürlich, aber ich schaue natürlich schon so, dass ihr interessante Sachen bekommt, wenn mal ein Video von mir, wenn ihr die Nachricht bekommt, ist ja mit Abonnieren so, dass ihr, muss man nichts zahlen, ist ja umsonst, aber ihr bekommt die Nachricht, wenn ich ein Video veröffentliche und dann möchte ich aber, dass ihr sagt, hey, das schaue ich mal an, weil das hört sich gut an und das ist so meine Ambition. Was ich mir für dieses Jahr wünsche, eigentlich Gesundheit für mich und meine Lieben, die ich, Leute, wo ich gern habe, natürlich in erster Reihe, wünsche ich Gesundheit. Und das war schon. Also wenn das mir erfüllt wird, dann bin ich eigentlich zufrieden.
Genau. Wichtig ist, dass wir eine Gruppe zusammenbekommen, die sich in allen Landesteilen verteilt aufhält. Dann hat man innerhalb der Gruppe immer alle aktuellen News, ganz genau. Sehe ich auch so. Mir ist die Community wichtig und da haben wir eine geile Community. Schau mal her, wir haben keinen Spinner dabei. Wir haben noch nie im Livestream Spinner dabei gehabt. Ja? Einmal. Den habe ich dann rausgeschmissen. Aber das war einmal. Hallo. Und wir haben schon, keine Ahnung, 30 Livestreams gemacht oder so gefühlt. Mach dein Ding, es sollte Spaß machen, absolut. Uwe, du hast es erkannt, absolut. Ich mache es nur so und ich kann es auch nur so, weil sonst mache ich es nicht. Also ich bin hier nicht in Thailand, um irgendwas zu machen, was ich keinen Bock drauf habe, mache ich nicht. So ist es, es muss einfach Bock machen. Wenn es mir keinen Bock macht, dann mache ich es nicht. Und mir macht YouTube echt Bock so mit allem. Und mir macht auch das Kokut-Video Bock. Und das ist ein Video, das richtig Mehrwert hat einfach. Für jeden, der bald mal dahin fährt. Oder sich Gedanken macht, wo könnte ich hinfahren? Dann kommt er vielleicht auf das Video, wäre geil. Und fährt er dahin. Und das kann man wirklich jedem empfehlen. Und ihr wisst ja, ich erzähle ja nicht irgendeine Scheiße, die am Schluss gar nicht zusammenpasst, sondern wenn ich das sage, dann ist es so. Also bei einem Video, wo ich in die Kamera spreche über ein Thema, spreche ich Freestyle und schneide danach vielleicht irgendwelche Rülpser raus, die definitiv oft passieren. Irgendwelche doofen Versprecher oder krasse Atmer. Ansonsten eigentlich nichts. Ich will ja nur Leute da haben bei mir, die das genauso sehen, die dem folgen können, was ich rede. Man muss ja nicht meine Meinung immer haben. Man muss mit genauso sehen, meine ich jetzt nicht, dass man genau meine Worte für bare Münze nimmt. Nein, jeder soll seine eigene Meinung haben. Aber der das ein bisschen nachvollziehen kann, was ich sage, und der das im Zweifelsfall sogar gut findet. Oder vielleicht kann man auch mal irgendwas noch lernen oder abhören. Oder vielleicht ist es auch nur eine Unterhaltung. Vielleicht auch nur, dass ich, das sage ich ja ganz oft, das ist mir auch sehr wichtig, dass ich die Zeit überbrücken kann, bis ihr wieder nach Thailand kommen könnt. Wenn ich da 1% nur geben kann, geil. Deswegen mache ich YouTube, meine Freunde. Das ist so mein Hauptding. Die Klicks, die freuen mich. Und natürlich, da brauchen wir nicht reden. Wenn du ein Video raushaust, das einen Haufen Klicks macht, das freut dich natürlich mehr, ist klar, als ein Video, das wenig Klicks macht. Also irgendwo muss man natürlich schon realistisch bleiben, ganz klar. Wenn ein Video von mir kommt, möchte ich immer, dass entweder halt kontrovers ist oder dass man irgendwie sagt, okay, feiere ich oder vielleicht auch feiere ich nicht oder... Also das finde ich schon wichtig, so ein bisschen Kontroversität da reinzubringen in die ganze YouTube-Geschichte. Und wenn ich jetzt irgendwo, zum Beispiel, wo jetzt meine Einfahrt geteert wird, also betoniert wird, dass ich jetzt das als Video nehme, eher nicht. Wisst ihr, was ich meine? Eher nicht. Ich habe da einen anderen Stil. Und mein Stil, jeden Tag ein Video geht gar nicht. Ich habe auch ein Leben irgendwo so und ich will auch einfach mal prall auf meiner Couch liegen und Xbox zocken. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe ja auch noch irgendwo andere Dinge zu tun, anstatt die ganze Zeit Filme für YouTube zu drehen. Deswegen, mein Ziel wären 2 Videos die Woche, das finde ich geil. Und am Sonntag unseren Livestream natürlich, ganz klar. Diese 3 Contents in der Woche sehe ich aber als Maximum. Also mehr ist mir dann irgendwo, super. Das verliert sich dann in Nonsens. So, da habe ich keinen Bock drauf. Sondern es soll schon jedes Video irgendwo wieder anders sein, dieses Video davor. So. Auf Kokut jeden Tag bin ich erkannt worden. Auch wenn ich keinen Hut auf habe. Meine Frau. Wenn ich keinen Hut auf habe, wird meine Frau erkannt. Immer einer am Tag, jeden Tag. Hat mich auch total gefreut, freut mich total. Das ist jetzt nicht irgendwie, oh cool, ich bin ja nicht irgendwo ein krasser Superstar und sonst was. Und mich freut es einfach, wenn irgendjemand sagt, hey Stefan, ich schaue deine Videos voll gern und so. Geil, kann man immer quatschen. Also wenn mich irgendjemand sieht, kommt her. Quatschen geht immer, ein Bierchen geht immer. Geil, freut mich voll. Leute waren alle geil drauf, voll nett, super. Also wenn jemand zuguckt, der mich live gesehen hat auf Kokut, freut mich, dass du mich angequatscht hast. Top. Klaus, auf den Klaus. Vielen lieben Dank, Klaus. Vielen Dank. Nicht Klau, sondern Klaus. Sag mal. Klaus. Klaus, richtig. Klaus. Sie sagt vielen Dank, Klau. Klaus. Klaus. Richtig. Wir sehen uns nächste Woche. Es ist alles gesagt worden. Ihr seid die Besten. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Peace.